Ja, hallo. Heute starte ich ein neues Projekt mit Vintage Story. Nachdem ich 3 Videos über spezielle Dinge bei Vintage Story gedreht habe, beziehungsweise aufgenommen habe und hochgeladen habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, ja, es ist ja alles schön, wenn man Spezialisierungen hat, aber was macht ein Anfänger? Gut kann ich mich an meine ersten eigenen Schritte in Vintage Story erinnern. Sie waren zum Teil recht frustrierend, weil ich mit der Grundeinstellung schon gut gefordert war. Ich denke, das wird einigen so gehen. Und deshalb möchte ich einfach jetzt mal ein Let's Play starten, um euch, die ihr damit anfangt, vielleicht mal ein paar Tipps und Tricks an die Hand zu geben, die euch vielleicht den Start vereinfachen, das in das Spiel kommen einfacher macht und ihr mehr Freude am Spiel entwickelt. So, ja, starten wir einfach. Vintage Story ist gestartet. Ich bin im ersten Bild, werde begrüßt durch die Macher von Vintage Story und möchte jetzt einfach mal einen Einzelspieler-Account anlegen. Dazu klicke ich hier auf Einzelspieler und wir haben ein jungfräuliches Fenster. Bei euch könnten vielleicht schon ein, zwei selbst erstellte Welten drin sein, die ihr einfach mal angelegt habt auf blaue hinaus. Ich habe hier jetzt einfach mal alles jungfräulich, sodass wir von null an starten können. Wir klicken auf Neue Welt erstellen und dann werden uns hier Weltennamen vorgeschlagen. Mit dem Würfel hier kann ich mir zufällige andere Namen beziehungsweise Welten generieren. Wenn ich hier kann ich die Weltenhöhe, also die Anzahl an Blöcken einstellen, wie hoch meine Welt sein soll. Das kann ich bis 1536. Würde ich nicht empfehlen, wenn man nicht eine gute Grafikkarte hat. Für den Anfang ist es eigentlich auch gar nicht so wichtig. Meiner Erfahrung nach werden die ersten zwei Welten sowieso erstmal zum Testen und Ausprobieren benutzt, bevor man dann nochmal andere Welten sich erstellt und ausprobieren möchte. Startwert kann man hier auch eingeben, würde ich jetzt auch erstmal übergehen, weil es für den Anfänger nicht definitiv wichtig ist. Viel wichtiger sind die Modi. Der Standardmodi, Überlebenserfahrung in Vintage Story, ausgewogenes Verhältnis zwischen Erkunden, Bauen und Überleben. Jein, ich habe in dieser Überlebenswelt am Anfang sehr viele Probleme gehabt, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil ich total überfordert war mit, was muss ich tun, wo finde ich was. Und gleichzeitig wurde ich attackiert. Ich kam zwar aus dem Bereich von Minecraft, habe aber trotzdem schnell merken müssen, dass es doch etwas anspruchsvoller ist als Minecraft, zumindest was das Doing in der Herstellung von irgendwelchen Dingen ist. Wenn man eigentlich mehr so der Erkunder ist, bietet sich die Option Erkunden an. Wenn man mehr über das Überleben spielen möchte, also sprich mehr Kampf haben möchte, mehr auf Nahrung achten möchte, wem das Bauen so völlig über ist, das herausfinden, wie eine Welt aussieht, dann kann man hier in diesem Überlebensmodus Wildnis überleben, sicherlich sein Heil suchen. Oder wer vom Vintage Story kommt, der kennt das Kreativ, den Kreativmodus von Vintage Story, von Minecraft. Hier auch die gleiche Variante, quasi alles möglich, was man
so machen möchte. Es ist eine flache Welt. Ich habe es mal ausprobiert. Ich fand es jetzt nicht so prall. Aber kreativ ist eh nicht so unbedingt mein Ding. Okay. Ich habe mich für den Anfang, für die Erkundung entschieden. Das ist für mich jetzt persönlich am einfachsten, dort voranzukommen und euch Sachen zu erklären. Man kann diese Einstellung aber auch noch optimieren. Das heißt, wenn ich hier auf Anpassen klicke, kann ich hier einstellen, ob ich kreativ oder überleben haben möchte, wie bei Minecraft auch. Die Klimaverteilung kann ich hier einstellen. Die Weltbreite, Weltlänge, klar. Ob ich am Ende der Welt irgendwie runterfalle oder nicht. Also, nun ja, 1 Million Blöcke hin und her zu laufen, ist, glaube ich, erstmal nicht so das Ziel für einen Anfänger. Deswegen können wir das übergehen. Temperatur kann man einstellen. Also sprich mehr Schnee, mehr Hitze, kann man erstmal alles auf normal lassen. Bestrafung bei Tod, ja, das ist letztendlich, behält man das Inventar oder nicht. Ich spiele grundsätzlich mit Inventar behalten. Es sei denn, ich mache jetzt mal den Überlebensmodus da an, dass ich also ein bisschen Hardcore brauche, dann nehme ich es raus, aber ist für meine Art zu spielen erstmal doch wichtiger, dass ich mein Inventar behalte. So, Gnadenfrist bedeutet, ja, ab wann tauchen die ersten Monster auf? Es kann passieren, wenn man die falsche Einstellung hat, dass sie sofort von der ersten Minute auftauchen. Was Monster sind, da gehen wir im Laufe des Spiels einfach mal drauf ein. Fakt ist nur, es tauchen Kreaturen auf, Tiere auf, die einen angreifen können und auch wollen teilweise, mit sehr hoher Schadensstufe. Das heißt, es kann sehr schnell zum Frust kommen, wenn die sofort auftauchen und sofort losbeißen, wie nichts Gutes. Dann ist man schneller tot, als man denkt, und das macht man ganz 5, 6, 7 Mal mit und dann hat man keinen Bock mehr. Um denen entgegenzuwirken, ist auch dieses Video gedacht, beziehungsweise diese Reihe, um Leuten einfach gleich von vornherein darauf hinzuweisen, das kann passieren, wenn ihr das und das einstellt, oder aber ihr umgeht das, wenn ihr das und das einstellt. In diesem Fall setze ich einfach mal 10 Tage, Spieltage, versteht sich, also In-Game-Tage, ein, um auch ein bisschen Ruhe zu haben, wenn ich euch was erklären möchte. Kreaturen Feindseligkeit, aggressiv, passiv, niemals feindselig. Das heißt, entweder sie greifen euch, sobald sie euch entdecken, direkt an. Bei passiv greifen sie euch nicht direkt an, nur wenn ihr ihnen zu nahe kommt. Und bei niemals feindselig kann man sich quasi draufstellen und sie tun nichts. Ich persönlich habe da das Passive ganz gerne, weil ja, so ganz ohne Action ist ja auch blöd. Kreaturenstärke, das heißt, wie stark können die zubeißen, welche Schadensklasse soll die Kreatur haben. Ja, bei 400% ein Biss von einem Wolf und man ist weg. Ja, kann man später mal so einstellen, wenn man im Thema ist und weiß, was man zu tun hat, finde ich. Mit normal kann ich eigentlich ganz gut leben. Wir stellen jetzt mal schwach ein, dass man auch vielleicht das ein oder andere Mal sich beißen lassen kann, um Effekte zu zeigen oder irgendwelche Sachen zu überprüfen. Spielerlebenspunkte, das sind die Health-Punkte, die stelle ich auch mal hoch, um jetzt einfach mal für das spätere Let's Play ein paar Ressourcen nach oben zu haben und nicht sofort immer irgendwie neu starten zu müssen. Hungerrate, ja, das ist wie bei Minecraft.
Man verliert natürlich an Energie, Arbeits- und Tätigkeitsenergie, je weniger man Nahrung zu sich genommen hat. 50% ist langsam, reicht wirklich auch aus, um den Effekt auch zu zeigen im Spiel, ja, was muss man essen, was kann man essen, wo findet man es, und so weiter. Lauftempo stelle ich immer gerne auf normal. Schwerkraft, Sand, Kies. Ja, das heißt, bei Sand und Kies rutscht nach Abbau eines Blockes, der unter diesem Sand oder Kies ist, rutscht dann der obere Block nach. Das heißt, er kann auch schon mal zu Schaden führen. Aber ist ja eigentlich auch natürlich. Das gleiche kann man auch mit Boden machen. Würde ich jetzt aber so nicht einstellen. Sand und Kies, das reicht für den Anfang erstmal, dass man sich überhaupt dran gewöhnt. Was passiert denn, wenn ich da was abbaue? Nahrung kann verderben. Das ist was in Minecraft anders ist. Hier ist jetzt mal eine 50%ige Geschwindigkeit drin. Ich stelle die einfach mal, ne, ich lasse auf 50%. Wir werden im Laufe des Let's Plays auch sehen, was wir alles benötigen an Nahrung, beziehungsweise wenn wir zu viel bunkern, was damit passiert und was wir mit dieser verdorbenen Nahrung später dann doch noch anstellen können. Ja, Wachstumsdauer von Setzlingen, das heißt, wenn ich Bäume pflanze oder ähnliches, wie lange es dauert, bis daraus ein Baum wird. Werkzeughaltbarkeit, die setze ich mal ein kleines bisschen höher. Erst einmal, damit man nicht ständig nachcraften muss. Werkzeugabbautempo, das heißt, wie schnell nutze ich das Werkzeug ab? Setze ich auch ein kleines bisschen höher. Prospektionspickel, Knotensuchradius. Ja, das ist ein ganz spezielles Werkzeug, mit dem man in der Erde lokalisieren kann, wo sich gegebenenfalls Erze oder ähnliches befinden könnten. Gehen wir auch mal drauf ein später, aber ist für den Anfang erstmal nicht relevant. Kupfervorkommen, Zinnvorkommen, Erze, Spawnrate, das sind alles Sachen, wir werden sie brauchen, ganz dringend brauchen. Aber ich möchte es auch nicht übertreiben. Ich stelle das erstmal alles auf selten. Und im Laufe hier die Spawnrate setzen wir mal auf 180%. So, temporale Stürme lassen wir jetzt erstmal aus. Temporale Stabilität, die lassen wir auch erstmal aus. Da gehe ich im Laufe des Spiels nochmal drauf ein. Das ist ein Zusatzfeature, was auch im Entdeckermodus dann später für einen erhöhten Schwierigkeitsgrad sorgt. Würde ich jetzt aber erstmal weglassen, damit wir nicht zu viel auf einmal Stress haben. Koordinaten-Overlay, das lasse ich grundsätzlich an. Habe ich immer ganz gerne, dass ich sehe, auf welcher Koordinate befinde ich mich. Eine kleine Mini-Weltkarte habe ich auch immer an. Und Landbeanspruchung habe ich auch immer an. So, das sind die Basiseinstellungen für den Account. Gehen wir auf Anwenden. Jetzt müssen wir uns hier nur noch eine schöne Startwelt aussuchen. Ich würde sagen,
Wir nehmen das hier. Und drücken auf Welt erschaffen. Nun baut Vintage Story die Landschaft auf. Das dauert ein Weilchen. Je nachdem, was für ein PC ihr habt, also sprich, was für Komponenten drin verbaut sind, kann das ein bisschen länger oder ein bisschen schneller gehen. Na. Jetzt sollte es gleich fertig sein. Jawohl. Hier wirst du nochmal begrüßt, bekommst eine Info zum Leitfaden im Überlebensmodus. Sprich, es werden dir in einer Wiki angezeigt, was man alles beachten sollte, könnte, müsste. Beziehungsweise wie man das Handbuch benutzt. Kann man schließen. Jetzt geht man erstmal in die Grundeinstellung. Kleidung des armen Kerls, der hier deine Spielfigur darstellt. Durch Anklicken der Pfeiltasten kann man halt auswählen, was möchte man. Wenn man seine Auswahl zusammen hat, einfach aus Auswahl bestätigen und schon geht's los. So, wir laufen jetzt nicht los. Warum nicht? Weil wir uns da befinden, wo wir immer wieder die nächste Zeit respawnen werden, wenn wir gestorben sind. Das ist wichtig zu wissen. Am Anfang ist es nicht möglich, ohne große Umstände jedenfalls nicht, seinen Respawn-Punkt zu verändern. Das heißt, ihr werdet immer wieder hier landen. Und damit das gesichert ist und auch euch Monster nicht plötzlich überraschen, wenn ihr hier auftaucht, kann ich einfach nur empfehlen, diesen Ort sofort linke Maustaste und dann einen Bereich. Ich mache eigentlich immer 5x5, Entschuldigung. Den ich mir markiere. Und einen Block tiefer setze. Warum 5x5? 5x5 von meinem Standpunkt aus, weil ich dann garantiert innerhalb dieses 5x5 Bereiches mittig platziert wieder respawne. Und wir haben ja nicht unendlich Zeit, bis die erste Nacht einbricht. Es dauert jetzt alles, weil man noch kein Werkzeug hat, aber jetzt haben wir unseren ersten Schritt getan. Wir haben uns unseren Respawn-Punkt quasi markiert, beziehungsweise die Umgebung so eingestellt und gesichert, dass wir ohne weiteres respawnen können, beziehungsweise hier später auch entsprechend unser Gebäude aufbauen können, unsere Zufluchtsstätte generieren können. Ja, ich würde sagen, das war's fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo. Und ich würde mich freuen, euch in den nächsten Folgen weiter begleiten zu können und zu beraten zu dürfen. Und sage bis dahin, macht es gut. Tschüssikowski.